Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guns of Boom hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wieso ich gerade so lache? Kennt ihr das, wenn ihr euer Haus bzw. eure Wohnung so gut kennt, dass ihr sogar mal da durchgeht, ohne Licht aufzuschalten und dann ist auf einmal diese eine Tür zu, die sonst immer offen steht und ihr läuft total dagegen? Genau das ist mir gerade passiert. Es hat zum Glück keiner gesehen. Es war auch finster, wie gesagt. Es hat einen ordentlichen Lärm gemacht. Und ja, jetzt schmerzt hier etwas meine Schulter. Aber halb so schlimm, Leute. Ich habe die Tür dann aufgemacht und bin normal durch. Ja, ich habe sie selber eine halbe Stunde davor zugemacht. Und dann laufe ich selber dagegen. Na gut, selber schuld. Aber egal, Leute. Wir wollen heute nicht hier gegen die Tür laufen reden. Sondern wir wollen heute um den neuen Modus, den es beim Cyberfall Event hier von Guns of Boom gibt, reden. Und zwar die Kopfgeldjagd. Ich habe die Kopfgeldjagd schon im Stream gespielt. Und ja, ich muss sagen, es ist ein sehr komischer Modus, denn, ja, es ist sehr unsicher, ob man gewinnt oder nicht. Man kann in diesem Modus sehr, 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 sehr gut sein, aber kann auch trotzdem verlieren und das in der letzten Minute, denn, ja, für alle, die nicht wissen, wie dieser Modus funktioniert. Jeder startet mit 0, wie auch in jedem Match. Und ihr seht schon, oben steht, du hast 0, dann ist eine 0 in Blau und eine 0 in Rot. Und das ist das, was man bei dieser Kopfgeldjagd hat. Man muss nämlich solche Sphären jagen. So, dieser Gegner hat jetzt eine Sphäre verloren. Ich habe die jetzt aufgenommen und habe somit eine Sphäre. Die Gegner müssen mich jetzt killen, um an diese Sphäre zu kommen. Und man kann natürlich auch mehr als eine Sphäre haben. Und ja, immer bei jedem Kill wird die Hälfte der Sphären fallen gelassen. Und ihr seht schon, da links werden die Sphären angezeigt, die so herumliegen. Mein Team hat momentan 4 Sphären und die Gegner haben momentan 2 Sphären. Wenn diese 4 Sphären zum Beispiel jetzt ein Spieler hat und ein Gegner würde diesen Spieler killen und dann die verlorenen 2 Sphären holen, dann hätte das gegnerische Team, wäre dann schon vorne. Und ja, ihr seht schon, deswegen ist es sehr, sehr unsicher bei diesem Modus, ob man da gewinnt oder nicht. So, ich hoffe, dieser Spieler holt sich jetzt mal diese Sphären, wird aber angeschossen. So, da liegen noch 2. Wir schmeißen hier gleich mal eine Granate und heilen uns auch. Whoop! Da rollt eine Granate und jetzt hole ich gleich die Sphäre von meinem Teamkameraden, die er gerade verloren hat, um die zu sichern hier. So, holen wir uns da was? Nö. Und ja, ihr seht schon, je länger das Spiel dauert, umso mehr Sphären kommen ins Spiel, denn ich glaube, auch bei jedem Kill wird dann noch eine Sphäre hinzugefügt. Und ja, irgendwann ist die Sphärenanzahl halt sehr groß und es steht jetzt zwar 12 zu 6, ich habe aber 5 Sphären und werde dann auch beim gegnerischen Team mehr markiert, deswegen eben Kopfgeldjagd, weil eben auf mich jetzt mehr oder weniger das größte Kopfgeld aufgesetzt ist. So, jetzt habe ich diese schlechte Waffe aufgenommen, was ich eigentlich nicht wollte. So, jetzt habe ich wieder 3 Sphären verloren, also 2 hatte ich und eine wird, glaube ich, hinzugefügt, dass hier mehr wird und somit haben die Gegner sind im Vorteil, weil ich habe eben 3 verloren, beziehungsweise 2 und die Gegner haben 3 hinzubekommen. Und deswegen kann hier das schnell hier sich drehen. Ja, das kann sich hier ja, in Sekundentakt ändern, dieses Ganze. Wer hier vorne ist und wer hinten. So, jetzt sind wir zum Beispiel die Gegner vorne. Es ist sehr ausgeglichen, aber jetzt holt sich der die 2 und somit steht es schon 12 zu 16. Aber das Ganze kann auch genauso gut in die andere Richtung gehen, wenn jetzt von uns jemand einen Gegner killt und ja, sich die Sphären schnappt. So, da liegen zum Beispiel 5 Sphären, da drüben liegen auch 4. So. Durch die Rauchwolke hat mich der Gegner nicht gesehen. Trotzdem holte sich jetzt diese 5. Schade, ich wollte da schnell durchrushen und mir diese insgesamt, glaube ich, 9 Sphären waren es, holen. Aber na gut. Ich bin doch immer zuversichtlich, dass wir gewinnen. Und ich habe ganze 5 Sphären. Nicht so schlecht, muss ich sagen. So, der hat 4 verloren. Die hole ich natürlich jetzt. Ah, da oben hat er rausgeschossen. Aber er kann sich die nicht holen. Ich hoffe, die holt sich jetzt ein Mitspieler. Ja, der hat sich's geholt. Aber ja, er geht jetzt gleich nochmal drauf. Schade. 23 zu 19. Wir sind vorne. Das Spiel dauert noch eine Minute. Und ihr seht schon, dieser Gegner wird hier ganz rot markiert, weil er eben, glaube ich, die meisten Sphären des Gegners hat. Der Gegner hat. Wow. Und ich gehe hier gleich mal. Und da ist schon wieder der nächste. So, ich habe jetzt auch 11, beziehungsweise jetzt schon 13. Und hier ist auch ein Mitspieler, der 10 hat. Ich glaube, ab 10 wird man so
markiert und ist für die Gegner durch die ganzen Wände auch sichtbar. Und das ist dann schon sehr, sehr ja, spannend, wenn man hier die Gegner bzw. sich selber durchsieht. So, 17 zu 13, aber ihr wisst ja, man kann hier alles sehr schnell ändern. So, da drüben ist ein Gegner und irgendwie stehen die. Oh, ich habe einen Assist geholt. Okay. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube nicht. Hier gibt es, hat es, glaube ich, einen Lag gegeben. So, 23 zu 28. Ja, der hat nur 2. Dieser Kill bringt mir eigentlich nicht viel, aber trotzdem holen wir uns die Sphären da oben. So, da hinten liegen auch noch 2. So. 35 zu 19. Ihr seht schon, wie schnell das jetzt ging. Und jetzt dauert das Ganze noch 15 Sekunden. Somit sollten wir das hoffentlich, es kann sich noch alles ändern, weil ich glaube, ein Mitspieler hat 21 und der wurde gerade gekillt. Ja, 29 zu 29, wie gesagt, das geht hier alles sehr, sehr schnell. So, der Gegner darf mich jetzt nicht killen. Ja, unentschieden, Leute, 29 zu 29, denn wenn mich der gekillt hätte, hätte ich meine Sphären verloren und wir wären somit unter die 29 gerutscht. Und ja, da hätte der Gegner die gar nicht holen brauchen. Ja, wie findet ihr diesen Spielmodus? Schreibt mir mal das bitte in die Kommentare. Ich finde er ist spannend, aber es ist halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, man hat ein gutes Team und dann gewinnt man hundertprozentig. Man kann zwar mehr Kills holen, aber wenn dann der Gegner zum richtigen Zeitpunkt die Kills holt, dann ist der eben schon ziemlich überlegen. So, wir bekommen hier Punkte und diese Punkte können wir hier im Cyberfall-Event einlösen. Und zwar können wir uns hier Kisten, also diese Kiste mal nehmen. Aber dann gibt es auch noch hier diesen Jahrmarkt. Und da kann man sich zum Beispiel hier ein paar Drehs holen. Sehr, sehr ähnlich wie bei Pixel Gun. Und ja, wenn man Glück hat, kann man sich hier zum Beispiel diese Hose freispielen. Wäre natürlich cool, wenn ich hier die 150 Teile hier erhalte. Aber nö, erhalte ich nicht. So einen Spin mache ich noch. Ich meine, ich habe 636 dieser Marken. So, wir erhalten eine Kiste. Nehmen wir natürlich. So, einmal noch. Ich will eigentlich die 150. Wir haben ja sehr, sehr viel. Oh, okay. Blendgranate. Die Dinger sind richtig fies. Die sind richtig fies. Habe ich schon ein paar Mal abbekommen. So. Okay. Automedikit. Das hört sich interessant an. Ah, ich will eigentlich die Hose haben. Muss hier wahrscheinlich so oft drehen. Ich weiß momentan auch nicht, was ich sonst mit diesen Chips anfangen kann. Also mit diesen Marken. So, 10 bekommen wir hier. Nehmen wir. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auszahlt, hier weiterzumachen. Ich würde sagen, wir spielen hier nochmal Kopfgeldjagd, um mehr über diesen Modus hier zu sprechen. Ja, ich finde ihn schon interessant und es ist mal eine Abwechslung, aber ich würde den jetzt nicht so oft spielen, ehrlich gesagt. So, Automedikit. Was mir das auch immer bringt. Weil man eben halt so unsicher hier gewinnt. Man kann wirklich die ganze Zeit vorne sein. Und dann im letzten Augenblick kann einen der Gegner hier killen oder... Ja. Weil wenn man zum Beispiel schon 20 hat. Der Gegner killt einen. Es werden 10 fallen gelassen. Und wenn der Gegner dir das einsammelt. Dann hat man einfach jetzt mal... Hat der Gegner einfach mal 20 plus gemacht. Mehr oder weniger gegenüber... Seinem Team. Und das ist schon richtig krass. Also im Endgame ist es wirklich krass. Deswegen ist es mir jetzt ziemlich schnuppe, wenn die Gegner hier so viele Kills holen. Weil sie ja eigentlich nichts davon haben. So, Blendgranate. Wow, 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 wow. Ah. Yes, die haben das wenigstens gut gemacht. So, es steht schon 6 zu 7. Ihr merkt's. Ja. So, und ja, ich muss ja noch einen Clan hier gründen bei Guns of Boom. Habe ich ja euch im Stream versprochen. Es wird in einem der nächsten Videos kommen, vielleicht schon im nächsten. Deswegen unbedingt einschalten. So, Medikit rein. Yes, den haben wir hier. Das Auto-Medikit, was ist auch immer das Besondere dran ist. So, jetzt habe ich 6 Sphären. Also habe ich die meisten von unserem Team, denn wir haben ja insgesamt 9. Und ich habe 2/3 davon. So, wir laufen hier ein paar Runden. So, sollte ich hier mal auf den Typen warten? Ich hoffe, der verfolgt mich. Ja, tut er. So, wo sind hier die Gegner? Keiner ist markiert. Ich weiß nicht, ob ich... Nein, ich glaube, ab 10 wird man markiert.
Also, dass man durch die Wände gesehen wird. Wow. Ah, da ist ein Gegner. Ah! Ja, ich hab gedacht, da hinter mir, da ist einer und gibt mir Rückendeckung. Anscheinend waren das jeden egal, dass wir hier jetzt drei Sphären verloren haben. Aber na gut. Wow! Ja, der hat jetzt einen. Aber er ist auch weg. So, holt er die? Da liegen vier Sphären! Hol die dir! Ja, jetzt sind wir vorne zum Glück. Ich hatte. Oh, da liegen auch 10 jetzt. Nee, das sind meine Mitspieler. Ich hänge mich mal zu denen. Ich hänge mich mal zu denen in der Hoffnung, wir können hier im Squad viel reißen. Und er ist blau markiert. Ihr seht's, ab 10 Sphären wird man hier blau markiert. Habt ihr die Mine nicht gesehen? Yes, den haben wir gekillt. Nein, da ist noch einer. Aber der ist auch weg. So, 28 zu 10. Aber ihr wisst ja, ich brauche es euch nicht nochmal sagen. Ja, der ist weg, aber die Mine hat mich hier getroffen. So, der holt sich die, 30 zu 9. Aber der hat 14, ich meine, ich habe nur 3. So, der hat die Blendgranate abbekommen. Ich habe jetzt einen Killing Spree gehabt. Hat mir aber nichts gebracht und ihr seht schon, jetzt wird es wieder eng. So, da drüben liegt eine. Laufen wir jetzt um den Stein herum oder was? So, der hat 15. Jetzt muss den supporten unbedingt. Ah! Oh ja, jetzt hat er es verloren. Ihr seht schon, jetzt steht es wieder 18-18. Und es dauert jetzt nur noch eine Minute. Die Gegner sind jetzt enorm vorne. Also 10 Zähler. Und er wird schon markiert. Da drüben ist noch einer markiert. Extremst viele, die hier markiert sind. Aber ich bekomme ihn einen Kill ab. Was macht denn der Typ eigentlich? Lass dich hier killen. Wow, und ich bin genau daneben hier gespawnt. Gibt es hier irgendwas Besseres, was ich nehmen könnte? So, 31 zu 26. 29 Sekunden noch. So, ob wir das jetzt reißen, eine gute Frage. Ob wir das jetzt irgendwie hinbekommen, ist eine gute Frage. So, am besten wir verstecken uns alle, aber das ist halt auch langweilig. So, nein, wir holen uns hier noch mehr Vorsprung. Ich habe die leider nicht geholt. Ah! So, und jetzt seht ihr schon. Nein, wenn ich den noch. Doch! Nein, yes, doch. Wow. Es ist wirklich so knapp, also so spannend in den letzten paar Sekunden. In den letzten paar Sekunden ist es so spannend, muss ich sagen. Eigentlich ist der Modus ja total spannend, aber wie gesagt, man kann sich halt wirklich nicht auf ein gutes Team jetzt verlassen. Wir können hier eine Kiste öffnen anscheinend. Nehmen wir gleich mal alles. Cyberfall-Aktion, komm, einmal drehen wir hier noch. Wir haben ja jetzt wieder was bekommen. Drehen wir hier einmal dran. Und wir bekommen hier deinen Preis. Bonusmarken, 3 Kämpfe. Okay. Nehmen wir hier. Ja, das nächste kostet 270. Ist mir jetzt schon so viel, weil dann habe ich 0. Und ich weiß eben nicht, ob ich hier was. Ja, die sonst noch brauche. Und es gibt auch bei diesem Event noch ein paar. Natürlich. Einzelne Events. Challenges, wie auch bei Pixel Gun oder bei anderen Battle Pass Sachen, die man hier sich freischalten kann. Na gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Unbedingt die Glocke aktivieren, dass ihr nicht kein Video mehr von mir verpasst. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao.